schauen uns jetzt hier mal die Details einer ganz rationalen Funktion an. Worum geht es bei so einer ganz rationalen Funktion? Also erst einmal haben wir hier einen Funktionsterm, der lautet dann an mal x hoch n plus an minus 1 mal x hoch n minus 1 und so weiter. Das heißt, wir beginnen bei n und es geht dann immer einer weniger, noch einer weniger, noch einer weniger, noch einer weniger und so weiter, bis wir irgendwann bei a1 sind mal x hoch 1. Also wir sehen, dass der Index und die Hochzahl immer identisch sind, n minus 1, n minus 1, das wäre bei n minus 2 auch so. Also a1 mal x hoch 1, aber wir wissen, x hoch 1, das kann man sich dann schenken, die 1 im Exponenten, schreibe ich nur x hin. Ja, und a0 mal, jetzt müsste ich eigentlich hinschreiben, x hoch 0. Und wir wissen, irgendwas hoch 0 ist sowieso eine 1, also kann ich auch das dann einfach weglassen, würde mit einer 1 multipliziert werden. Also, das ist erstmal der grundsätzliche Aufbau einer ganz rationalen Funktion, dass wir also lauter x-Terme haben, die jeweils mit einem Faktor multipliziert werden. Ja, und diese Faktoren vor dem x nennt man Koeffizienten vor den jeweiligen x-Werten. Ne? Also das an, an-1 und so weiter und so fort bis zum Schluss. Das sind alles die sogenannten Koeffizienten. Ja, dass wir erstmal diese Vokabel auch schon mal drin haben. Und das Besondere bei den ganz rationalen Funktionen ist, dass die Definitionsmenge immer die Menge der reellen Zahlen ist. Also da kannst du alles Mögliche für einsetzen. Liegt nämlich daran, dass wir hier das x nicht in einem Nenner vorkommend haben. Ja, also das x selbst kommt nicht im Nenner vor. Denn wenn dem so wäre, wenn ein x im Nenner vorkäme, müssten wir ja überlegen, für welche x-Werte wäre dieser Nenner jetzt 0. Denn wir wissen ja, dass wir durch 0 nicht teilen dürfen. Da hätten wir dann ein Problem. Also von daher, das kommt hier nicht vor. Und genau das macht die Sache zu einer ganz rationalen Funktion. Und deswegen ist die Definitionsmenge, also die Frage danach, welche Werte darf ich denn einsetzen, geklärt. Ich darf alle Werte einsetzen. Es gibt keine Polstelle. Und das nennt man dann eine ganz rationale Funktion vom Grad n. Also, dieser erste Koeffizient hier und dann entsprechend auch der x-Term, wir sortieren das auch immer so, dass wir mit der höchsten Hochzahl beginnen und dann immer abwärts gehen. Ne? Also mit der höchsten Hochzahl beginnen und genau das gibt dann immer den Grad dieser Funktion an. Wenn also unser n eine 2 ist, dann haben wir eine quadratische Funktion oder auch anders ausgedrückt, eine Funktion vom Grad, also eine ganz rationale Funktion vom Grad 2. Zweiten Grades, eine Funktion dritten Grades, vierten, fünften, je nachdem, was hier eben die höchste Hochzahl, die insgesamt vorkommt, ist. Und so ein Funktionsterm von so einer ganz rationalen Funktion nennt man auch Polynom. Das ist die nächste Vokabel. Hast du natürlich auch schon gehört, Polynom. Gerade im Zusammenhang, wenn man es dann dividieren muss, eine Polynomdivision. Da meint man dann eine solche Funktion, die man jetzt durch irgendein anderes Polynom dann eben dividieren muss. Und das ist dann entsprechend die Polynomdivision. Gehen wir natürlich auch noch mit drauf ein, zeigen wir auch noch mal, wie das funktioniert. Aber so ist jetzt erstmal das Grundlegende, das Grundsätzliche von der ganz rationalen Funktionen soweit. Wenn du das verstanden hast, hast du auch das Grundlegende soweit verstanden. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du einen Daumen oben da lässt und unseren Kanal abonnierst. Damit hilfst du uns natürlich sehr. Wir sind regelmäßig dabei, neue Inhalte zu produzieren und das geht natürlich nur eben mit eurer Unterstützung. Wir brauchen euch, die ihr das Ganze guckt und natürlich auch liked, teilt und abonniert. Vielen Dank für eure Unterstützung.